Hallo, ich bin Inigo Muñoz. Ich bin Mitglied des Österreichischen Weltraumforums und auch Mitarbeiter der IT Space GmbH in Bremen. Und ich bin ein Analog-Astronaut. Ich hoffe, das klingt für euch so interessant, wie es ist für mich. Und in den nächsten Wochen in verschiedenen Videoblogs werde ich über Analog-Astronauten, Mars-Analog-Missionen und Weltraumforschung berichten. Aber erste Sachen kommen zuerst. Und ihr könnt verschiedene Fragen haben, wie zum Beispiel, was ist ein Analog-Astronaut? Was ist eine Analog-Mission? Analog-Missionen sind Missionen, genau wie die echten Missionen im Weltraum, aber die hier auf der Erde in ähnliche Plätze, als der Mars zum Beispiel, oder auch dem Mond oder anderen Planeten, durchgeführt werden. Und warum? Weil hier auf der Erde, wir können viel lernen über Sachen, die wir in der Zukunft im Weltraum herausfinden werden. Und wir können vielleicht hier Lösungen oder differente Strategien mal lernen. Und ein Analog-Astronaut ist wie ein echtes Astronaut, aber die in Analog-Missionen teilnehmen. Wir sind jetzt hier im Kaunertal-Gletscher in Tirol und das wird für uns, und besonders für mich auch, für die nächsten zwei Wochen den Mars sein. Wir werden hier arbeiten, leben und fast fühlen, wie genau wir oder anderen in der Zukunft in Mars das fühlen werden.